Hogwarts, School of Witchcraft and Wizardry. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im fünften Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eleazar Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Na, da sind wir mal gespannt. So, und schon geht's an die Charaktererstellung. Ich muss sagen, der erste Charakter hier, der uns zur Verfügung gestellt wird, ist mir schon direkt sympathisch. Ich will gar nicht viel ändern. Aber natürlich haben wir hier eine ganz schöne Reihe von Auswahl, die uns hier gegeben wird. Ich weiß gar nicht, die sehen wirklich alle ganz gut gemacht aus. Also bisher. Ich bin so hype. Ich weiß nicht, Harry Potter, Hogwarts Legacy. Es ist noch die Jahreszeit dafür, Januar. Wir sind immer noch in einer kühlen, ja, nachweihnachtlichen Zeit zwar, aber es passt immer noch. Die Stimmung passt, finde ich, immer noch perfekt zu diesem Zauberei, Magie, mystisch Ambiente. Wenn ich das in irgendeiner Weise richtig gerade ausgedrückt habe. Aber ich weiß nicht, die ganzen Harry Potter Filme, in den letzten Jahren kamen ja auch immer zur Weihnachtszeit, wenn ich nicht komplett falsch liege. Es gab vielleicht, glaube ich, die letzten zwei waren vielleicht sogar im Sommer gewesen. Aber für mich ist Harry Potter Magie wie der Herr der Ringe so ein bisschen im Winter anzusetzen. Also ich weiß nicht, die Weihnachtszeit, der Schnee, die Kälte, die alle so in die Häuser treibt und ja, erzeugt für mich eher so was abenteuerlich kuscheliges, ich weiß nicht. Na gut, ich weiß nicht, ob ihr mich richtig versteht, worauf ich hinaus will, aber das ist so das Gefühl, was bei mir Harry Potter und diese ganzen Magie Romane und Verfilmungen immer wieder auslösen. Aber gut, genug der Schwafelei drumherum. Wir wollen unseren Charakter hier auswählen. Also es sieht so aus, als ob jetzt sind alles so natürlich Jünglinge. Kein erwachsener Charakter, den wir hier zur Auswahl bekommen. Und es ist auch relativ schwierig, muss ich sagen, hier sich einen Favoriten. Die sind nicht alle irgendwie total seltsam oder sonst wie verrückt und total ausgefallen. Die machen alle einen seriösen Eindruck. Also ich könnte eigentlich mir vorstellen, mit jedem einzelnen Charakter hier das Let's Play ja einfach durchzugehen. Also ja, alles solide. Aber ich glaube, den hatten wir ganz normal am Anfang ausgewählt bekommen. Hier, das sieht doch auch wie so ein ganz kesser junger Mann aus. Nehmen wir den doch einfach mal. Der finde ich in Ordnung. Wir könnten auch einen weiblichen Charakter spielen, aber ich bin meistens immer so, da bleibe ich immer so meinem Geschlecht treu, wenn man das so sagen darf. Aber okay. Wie wollen wir dem... Ah ja, das heißt, wir können hier noch die Gesichtsform anpassen. Hier sieht er ein bisschen so, ich weiß nicht, eingestampft aus, wenn man ein bisschen ja, ich weiß nicht. Die Gesichtszüge sind ein bisschen zusammengezogen. Kann man natürlich wählen. Aber hier gibt es auch noch eine weite Auswahl. Wir bleiben bei dem Standard hier. Hautfarbe können wir hier auch eher den sonnenscheuen Menschen oder hier das komplette Gegenteil in die dunkle Variante. Oder wir bleiben einfach so mit in der Mitte. Das passt. Brille? Nach Harry Potter Manier müssten wir uns eigentlich eine holen. Holen wir uns doch die Runde hier.
Muss ja keine Dioptrienstärke dahinterlegt sein, ist ja einfach nur kosmetisch, sagen wir es so. Was haben wir hier noch? Eine Frisur. Eigentlich gefällt mir die Frisur, um ehrlich zu sein. Aber wir können ja mal durchgehen. Wir können uns ja eigentlich theoretisch sogar echt in so einen Harry Potter Charakter zusammenbasteln. Aber eigentlich will ich ja nicht ein Harry Potter Klon sein, sondern wirklich was Individuelles. Und ja, ich glaube, uns wird hier auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben. Ganz ehrlich, in 70er Jahre Beatles-mäßig könnte sogar hinhauen hier. Aber okay, hier wird es dann wirklich schon wieder grenzwertig. Da kann man gar nicht mehr unterscheiden, ob sich ja noch um Junge oder Mädel handelt. Oder sind wir hier wieder bei den Beatles von der Frisurauswahl her? Oder hier wahrscheinlich noch eher. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich will nicht unbedingt den Harry Potter Verschnitt haben. Aber so ein bisschen allzu sehr abgehoben. Oder was heißt abgehoben? Ich glaube, hier kann man wirklich frei nach Geschmack gehen. Hier, das ist die Variante, ich bin ein bisschen stylischer. Und hier die eher gediegene Version. Und das geht ja dann wirklich schon Richtung mehr Harry Potter. Aber eigentlich gefällt der Charakter hier ein bisschen lockiger, ein bisschen aufgewühlter. Das ist wohl der Musterschüler. Ach, das gefällt mir eigentlich. Komm, wir gehen mit dem. Ach, Haarfarbe können wir auch noch einstellen. Okay, nee. Ja, komplett schwarz, blond, pink. Hat auch was. Der Gandalf, der Graue hier. Wir bleiben mal so ein bisschen etwas dunkler. Ich denke, das ist. Huch. Warum ist das jetzt auf einmal weiß? Hier so, ist doch in Ordnung. Gehen wir mal weiter. Gesichtsfarbe, hatten wir das nicht schon eben gerade? Okay. Können wir jetzt ein bisschen die Konturen. Oder beziehungsweise sieht eher aus wie Schattierungen. Also wirklich den Unterschied macht es nicht. Die Sommersprossen sehen eigentlich auch sympathisch aus. Die können wir komplett wegmachen. Oder jetzt sind sie jetzt komplett weg? Ach, da sind ein paar. Ja, so ein, zwei könnten wir schon. Das ist vielleicht etwas zu viel. Ich habe ja nichts gegen Sommersprossen, aber ich glaube bei Hogwarts Legacy mit Sommersprossen ist er eher vielleicht so ein bisschen. Jetzt ein paar erhalten. Das ist zu viel. Das ist irgendwie so seltsam hier. Das kann auch gehen. So ein kleines Merkmal zu haben. Ja, wieso nicht? Narben und Markierungen. Aber jetzt können wir wirklich das typische Blitzzeichen à la Harry Potter gibt es nicht. Aber dennoch können wir uns eins so in jungen Jahren hier so eine fiese Narbe eingeholt zu haben, hat auch was. Hier von so einem Werwolf angegriffen worden. Das können wir ja Geschichten erzählen, dass wir da unsere Erfahrung hatten. Hier über das Auge gestriffen, das hat auch was. Modisches noch. Das ist ein bisschen sehr fies. Das sieht aus, als ob er von irgendeinem Zauber erwischt wurde. Nee, das ist zu heftig. Vielleicht so eine. Ah, das ist auch etwas zu heftig, finde ich. So, etwas über der Stirn haben sie natürlich nicht, das wäre dann, glaube ich, zu sehr an Harry Potter angehaucht. Aber ich glaube hier, das ist noch das Tragbarste. Was haben wir noch? Augenfarbe. Ach, ich glaube, ich bin der Augenfarbe eigentlich zufrieden. Die Augenbrauen sehen in Ordnung aus und ich glaube, ich will auch gar nicht hier groß rumtüfteln. Ansonsten Stimme 1, Stimme 2. Von mir aus kann's losgehen. Ist das jetzt eine weibliche Stimme gewesen oder einfach nur eine hohe? Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Ja, Nichts Beunruhigendes. okay, das ist definitiv eine. Das zweite ist definitiv eine weibliche Stimme. Das war gar nicht schlecht. Okay, nee, das ist. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ja, ich denke, wir passen das so an. Das sollte
eigentlich ganz gut übereinstimmen. Die Stimmhöhe können wir hier noch ein bisschen verlagern. Das sind doch nur ein paar Spinnen. Das war gar nicht schlecht. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Von mir aus kann's losgehen. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Ich glaube, mit der Stimme können wir gehen, oder? Das passt doch. Schwierigkeitsstufe auswählen. Auf die Geschichte bezogen und mit minimaler Spielherausforderung. Ich glaube, das wollen wir nicht. Es ist zwar eigentlich super so, dann können wir uns total auf die Storyline fixieren, aber das wäre dann, glaube ich, auch ein bisschen zu langweilig. Aber ich bin mir sicher, dass wir das auch zwischendurch vielleicht nochmal anpassen können. So eine ausgewogene Spielherausforderung, das passt doch immer. So, gib deinen Charakternamen ein. Wir sind natürlich Niri. Okay, einen Nachnamen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Niri Potter. Wir sind der Niri Potter. Das ist jetzt nicht sehr kreativ, aber... Wollen wir Potter heißen? Wir gehen mit Potter, oder? Voldemort. Passt nicht. Oder wir machen uns Niri Slytherin. Weil es ist auch so eine Sache mit der Hausauswahl, die wir uns, was wir uns später eigentlich entscheiden wollen. Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff oder Slytherin. Salazar, Slytherin ist auch ein cooler Nachname. Gandalf, Mithrandir. Wir nennen uns Mithrandir. Das war eigentlich der Vorname von Gandalf, aber warum sollten wir ihn nicht als Nachnamen verwenden? Hexe. Diese Wahl bestimmt den Schlafsaal deines Avatars und wie andere dich ansprechen. Gut, wir sind halt ein Zauberer. Ich denke, soweit passt. Ich wollte mich gar nicht lang eigentlich mit der Charakterauswahl und mit der Charaktererstellung aufhalten. Wir wollen gleich ins Geschehen hinein. Also, ab geht's. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Warner Brother Games. Avalanche. Portkey Games Wizarding World. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir.
Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Dein Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen etwas... Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. So, das war ein rasanter Einstieg in die Geschichte von Hogwarts Legacy. Und wie es aussieht, bekommen wir erstmal nichts von unserer Vorgeschichte auf die Schnelle mit. Wir werden nämlich gleich ins Geschehen geworfen, was ja eine Action-Story immer gut ausmacht eigentlich. Aber wir werden mit Sicherheit noch einiges mehr über uns erfahren. Erstmal gehen wir weiter und jetzt werden wir wahrscheinlich die typischen Tutorial-Aktivitäten, die es meist in solchen Spielen gibt, erstmal durchgehen. So, jetzt haben wir uns schwer verletzt. Und ich weiß nicht, ob es einen oder den anderen schon aufgefallen ist, in der einen kurzen Szene, wo der Drache doch tatsächlich den Wagen beschädigt hat oder beziehungsweise komplett aufgerissen hat. Es war interessant, dass man hier so ein kleines Vorwissen oder man muss sich auch ein bisschen mit den Ereignissen oder mit der Geschichte von rund um die Harry Potter Welt ein bisschen auskennen. Und interessant war, dass genau zu dem Zeitpunkt er sich dann umgedreht hat, unser Charakter, und dann wurden die Reittiere sichtbar. Also das waren Testrale, was wiederum dafür spricht, dass unser Mitreisender, der aus dem Ministerium, ich glaube der George oder George Orrick oder wie der hieß nochmal, der scheint wohl verstorben, also ermordet, also umgebracht worden zu sein von den Drachen. Und ein gutes kleines, muss so ein bisschen hellwach sein bei den kleinen Sachen, die sich hier so ergeben.
Das gefällt mir schon mal sehr gut an dem Spiel. Okay, genug der Rede. Wir fangen an, uns zu heilen. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das so eine Art Portschlüssel ist, weil es war irgendwie schon sehr offensichtlich. Aber gut, wer ist die typische Steuerung in diesen Rollenspielen? Okay. Grafisch gesehen, soweit ein Augenschmaus bisher. Ich habe jetzt nicht, ich sag mal, den beefigsten Rechner, den es so gibt, aber ja, mit der RTX 2080 Ti, glaube ich, komme ich noch ganz in Ordnung hinterher. Bei den ganzen aufwendigen Grafikkarten, die momentan auf dem Markt sind, glaube ich, bin ich noch fernab davon, aber ich glaube, soweit sieht es doch ganz in Ordnung aus. Okay, wir können ja, ich weiß nicht, ob wir hier noch großartig was entdecken können oder ob wir jetzt schnurstracks zum Ausgang laufen sollten. Aber an sich würde ich damit gehen, dass wir uns eigentlich mal Zeit lassen und die Gegenden ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und einfach uns genauer umschauen. Ich meine, die Macher haben sich gut Zeit gelassen mit diesem Spiel und wir wollen dem auch der Mühe gerecht werden, indem wir uns das Spiel voll auskosten. Und ich werde mit Sicherheit vielleicht einiges hier und da übersehen. Bitte verzeiht mir das. Gerne könnt ihr mich darauf hinweisen, wenn ich hier oder da was übersehen sollte oder etwas nicht ganz komplett richtig ausführe. Ich meine, es gibt, glaube ich, sehr viele Let's Player momentan, die das Spiel angehen. Und es ist ja ganz interessant, wenn ich dann ein paar Hinweise von euch oder Tipps mitbekomme. So, gehen wir mal zum Ausgang. Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich etwas Interessantes zu entdecken. Noch gibt es auch gar keinen Hinweis, so wie wir jetzt wirklich sind, ob wir auf dem Hogwarts-Gelände sind oder nicht. Aber das werden wir, glaube ich, gleich erfahren. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie? Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. So, ich denke, ab hier fängt schön dann... aufpassen. Ja, das tun wir. Hier, diese ganze Aussicht erinnert mich auch so ein bisschen an die Horcrux-Suche von den Harry Potter-Filmen, wo der Harry Potter mit Dumbledore an diese Klippe geportet ist, um diesen Horcrux zu vernichten, der ja Lord Voldemort mehr oder weniger beschützt hat. Ich weiß nicht, diese eine Szene war so episch, wo sie in diese Höhle an den Klippen dann mit dem Boot rübergefahren sind, oder in dieser Klippe mit dem Boot gefahren sind und dann Dumbledore im Prinzip verdurstet ist, mehr oder weniger. Aber gut, ich will ja nicht zu viel spoilern, vielleicht hat ja tatsächlich noch der eine oder andere keinen der Harry Potter Filme angeschaut und schaut sich jetzt nur das Game an. Okay, ich denke, das war ein rasanter Einstieg und wenn ihr mehr erfahren wollt, es ist auch verdammt laut gerade hier, tut mir leid, dann schaut ihr in die nächste Folge einfach wieder rein.